Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, bei diesem Sauwetter hier. Wir sind im K10-Viereck A7 und hier gibt es die Isla Ursa Major und so eine Piratenbastion. Wir werden hier mal zur Bastion gehen und hier gibt es immer noch eine Krake. Das sieht man immer anhand dieser... was macht man jetzt? Das sieht man immer anhand dieser Möwen, die hier ankommen. Werde ich ihn hier nochmal ordentlich abballern. Gucken, was wir hier finden. Früher hatte ich immer voll Schiss vor dem. Die haben mich einmal besiegt und dann hatte ich mir so eine Kacke und ich hatte nicht gespeichert oder irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr, auf der GameCube jedenfalls. Aber ich hatte da so viel Laufweg noch gehabt und hatte irgendwie wahrscheinlich diese Teleportationsfähigkeit noch nicht, dieses Lied. Alter, Leute, ich sag euch, das war nicht so geil. Und irgendwie sind mir noch die Bomben ausgegangen, weil ich so oft daneben geschossen habe und, war nicht gut. Aber jetzt, zur heutigen Zeit, kein Problem mehr. Wahrscheinlich haben sie es ja auch ein bisschen leichter gemacht. Das machen sie ja irgendwie immer. Die machen ja immer irgendwie alles leichter. Okay, also wie gesagt, in Kartenviereck A Nummer 6 haben wir schon mal einen Oktopus. Und jetzt ein Schatz. Wahrscheinlich nur Geld. Wahrscheinlich nur Rubin oder sowas. Düse ich mal hin. Der will nicht. Da, da haben wir sie. Mach auf hier. Also ich rechne mit 300 Rubin oder 100 Rubin. Ein Herzteil, okay, alles klar. Ist sogar noch besser, Leute. Dann ist es ja sogar gar nicht mal so verkehrt, dass wir hier das Vieh erledigt haben. Nice. Sammeln wir ordentlich Herzteile. So, jetzt schauen wir nochmal hier das. Was wir hier so haben. Guck mal, voll Wellenstill, ne? Jetzt haben wir immer so, dass das Meer bis hierhin so geht, an der Leiter. Hier ist aber irgendwie gerade echt entspannt. Wahrscheinlich Ebbe oder so. Gibt es hier überhaupt Ebbe und Flut? Nee, gibt's nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir wahrscheinlich... Ah, guck mal. Da haben wir sogar Gegner. Ah. Bringt sogar eine Truhe. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, Leute. Geil ist das denn? Wir werden hier noch so überrascht vom Spiel. Auch wenn es nur ein Zwacken ist. Wow. Ah, guck mal. Gibt noch einen. Vergiss es. Okay, es gibt also mehrere Truhen. Dann wird wahrscheinlich gleich nochmal einer kommen. Ein Double. Gibt noch einen. Habe ich gar nicht realisiert. Jetzt müsste aber Ruhe sein. Ich wusste gar nicht, dass hier auch so eine Viecher hier gibt. Diesen Plattform. Ich dachte, hier gibt es immer nur diese Moblins. Eine Goldfeder, dann ist er cool. Bei geflügelten Darm kann man die verkaufen. Ja genau, irgendwas war da ja bei Draconia. Haben wir bis jetzt immer noch nicht gemacht. Die Dinger verkauft. Boah, das war knapp. Das war irgendwie ein komischer Sprung. Ja, mal gucken. Ah, die Sequenz ändert sich. Herzteil oder was? Nee, eine Schatzkarte. Okay. Ich werde auch gleich mal die Schatzkarte öffnen. Aber für uns fehlen noch so viele Schatzkarten. Was sind denn? Ich hab die gar nicht. Ach, da ist er doch. Schatzkarte Nummer 16. Ach, die ist bei der Delfininsel oder Haiinsel. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin, liebe Leute. So, wir werden hier mal runtergehen und gucken uns da mal hinten diese, ja, Ursa Major an. Gucken, ob wir da was haben.
wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich ist da noch nichts. Da ist da wahrscheinlich nichts. Wie ein Schatz oder so aus der Ferne schon zu sehen. Da haben wir nur diese blöden Vögel. Den Fisch. Kann natürlich auch sein, dass hier sich das Geisterschiff befindet an der Insel. Das kann natürlich sein, bei einer bestimmten Mondphase. Demnach haben sie einfach eine Insel hingeklatscht. Aber gut, Leute, wir sind hier fertig mit diesem Part. Wir haben das Karteneck wahrscheinlich sehr gut erkundet bis jetzt. Mal gucken, wie gesagt, wenn noch eine Schatzkarte kommt, dann reiche ich die auf jeden Fall nach. Und wir machen jetzt weiter in der letzten, im letzten Viereck von Numero A. Die A7. So, da hinten sieht man schon springen. Dann Leute, vielen Dank fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Part wieder mit ein. Ciao, ciao.